Wir spielen Disney. Also. Das ist dein Traum, weißt du? Jerry, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Mir ist gerade etwas sehr Wichtiges aufgefallen. Es gibt einen versteckten Ort im Dreamlight Valley, von dem aus du in die entlegensten Winkel dieser Welt reist. Okay, wohin könnte ich reisen? Ich bin sicher, dass du mit der Zeit unzählige Orte kennenlernen wirst, die du erkunden kannst. Was wir suchen, ist im Traumschloss. Triff mich dort, wann immer du bereit bist, deine Reise zu beginnen. Die Dorf und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Dann gehen wir einmal zum Traumschloss. Wow, ich wünschte, alle meine Freunde könnten diesen Ort sehen. Einer rechts, einer links, war schon gruselig, gerade voll der Scam-Serie. Okay, laufen wir in den Ein. Und da ist Merlin auch schon. Folge Merlin zum Tor im Traumschloss. Oh, okay. Reden wir. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. So. Jenseits dieses Tores wirst du Orte entdecken, die alles verändern, was du über Dreamlight Valley weißt. Oh, wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Vielleicht ist er in deiner Bibliothek, hast du in die Tasche geschaut? Er ist immer an der letzten Stelle, an der du gesucht. Also, hast du in die Tasche geschaut? Richtig, richtig, das könnte einige Zeit dauern. Ich habe viele Taschen und unzählige Dinge in jeder von ihnen. Ha, ich hab ihn. Er war in einer winzigen Tasche in der Nähe meinen Ellenbogen eingehalten. Ich hoffe, er ist der Richtige. Hm. Riot. Gut. Eureka, es hat geklappt. Also, worauf wartest du noch? Tritt durch das Tor und find heraus, was auf der anderen Seite ist. Ich würde es nicht wagen, die Überraschung zu verderben. Die Dorf, ich lüpfe meinen Hut, obwohl okay. Ich es vorziehe. Ist ja schon schön. Wieder mit Merlin. Jetzt komm schon. Willkommen am Hafen der Welten, Sheriff. Von hier aus kannst du die entlegensten Winkel dieser Welt erforschen. Es gibt unzählige Orte im Dreamlight Valley, die du noch nicht besucht hast. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Abenteuer und Entdeckungen, die da draußen auf mich warten. Ist es hier sicher, kann ich immer wieder hierher zurückkehren? Natürlich, Sherry. Im Handumdrehen und die Dorfbewohner können dich überall besuchen, wo du hingehst. Okay, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ganz genau, das ist die richtige Einstellung. Wenn du woanders hingehen willst, nimm einfach eines der Transportmittel, die hier auf dich warten. Ich wage zu behaupten, dass sich der Hafen der Welt mit unzähligen Schiffen, Fluggeräten und Streitwagen füllen wird, wenn du weitere Orte außerhalb der Dreamlight Valley entdeckst. Die Möglichkeiten sind endlos. Expeditionen warten auf dich. Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also okay. Gib niemals auf. Also wir können jetzt hier noch nichts machen, weil hier noch nichts ist. Oh, da ist ein Buch. Können wir irgendwas auslösen, wenn wir in der Mitte... Hat geblinkt? Weiß nicht. Okay, wir benutzen einfach mal das Schiff. Dass es gut geht? Bitte. Ich habe Rift in der Trommel. Achso, das ist das neue DLC.
Jaffa, endlich bist du da. Ich grüße dich. Willkommen auf der Insel der Ewigkeit, Sherry. Du befindest dich im Land der Uralten. Lass dich von der Kulisse nicht täuschen. Hier gibt es unzählige Schätze zu finden, aber es lauern auch viele Gefahren. Es ist so erstaunlich, was kann ich tun, um zu helfen? Ein bisschen Gefahr schreckt mich nicht ab. Also, es ist erstaunlich. Ja, es ist ein Wunder, nicht wahr? Aber im Moment ist das unwichtig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deine erste Aufgabe ist es, das uralte Tor zu finden, das tief im Inneren dieser Insel führt. Es ist in der Nähe gelegene Treppe hinauf. Du hast sicher bemerkt, dass der Weg durch diese seltsame Formation versperrt ist, die aus dem Boden ragt. Nee, weil ich noch nichts richtig gesehen habe. Sie sind wunderschön, sie sind super selten. Sie sind beides schön und super schräg. Sie sind schön und super schräg. Ich habe sie Splitter des Schicksals genannt. Sie sind Wunden im Gewebe der Zeit. Aber sie sollten deine Dreamlight-Magie nicht entgegenziehen. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf sie und sie werden heilen. Genauso wie die Nachtdorn in Dreamlight Valley entfernt habe, verstanden. Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du mich an ein dieser Geräte kontaktieren. Neben dem uralten Tor gibt es noch ein weiteres. Mach den Weg frei und sprich dort mit mir. Ja, entfernt. Ich kriege auch wieder Geld. Oh, eine Erinnerung. Okay. Sieht aus wie Ralf Reichs. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier weitermachen sollen, weil das jetzt ja eigentlich das DLC ist. Oder ob es jetzt nicht relevant ist. Hier können wir kochen. Die neue Aufgabe hätte ich dann doch schon. Neue Sachen. Hier sind Erdbeeren. Hätte ich für irgendein Gericht gebrauchen können. Nee, warte, das war ein anderes Spiel. Okay. Oh, ich laufe dir immer so auf die Pfötchen, das tut mir so leid. Eine süße. Also an Karottensamen hapert es hier in diesem nicht. Eine Kiste gefunden. Okay, das ist. Gucken wir mal eben. Ja, benutzen. Wow. Das ist das Monster, findest du sehr schön. Okay. Können wir hier auch was mitmachen? Wieder ein. Warum steht jetzt da mein Haus? Ich bin noch gerade ein wenig verwirrt. Okay. Selbe. Okay, man hätte jetzt nur hier hinlaufen müssen. Okay. Nein, ich wollte noch nicht mit dir reden. Ach, Herr Sherry, du bist... Oh mein Gott. Also heute ist Lesen echt schwierig bei mir, es tut mir leid. So, Sherry, du bist ja gut.
Wie du sehen kannst, ist das uralte Tor geschlossen. Früher gab es hier eine Sperre, die das Tor mit Energie versorgt und es so öffnet. Sie sah genauso aus wie die anderen blauen Kugeln um das Tor herum. Aber leider ist sie zerbrochen und die Stücke sind in alle Winde verstreut. Und das alles dank dieser fliegenden, zwitschernden Metallplage. Was? Metallplage? Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Die Teile der uralten Fähre müssen in dieser Nähe befinden. Durchsuche das Land der Uralten nach den Teilen. Hier findest du deine Werkbank. Hier findest du eine Werkbank, an der du sie reparieren kannst. Platziere dann die uralten Sperre in das Tor, um es zu öffnen. Wenn ich schon mal auf der Suche bin, sollte ich mich hier umsehen und anfangen, es mir gemütlich zu machen. Es sieht so aus, als hätte Herr Duck einmal versucht, hier einen Laden zu öffnen. Und ist das einer von Goofys Ständen? Ich muss mir das alles mal ansehen. Sieht so aus, als würde schon andere Dorfbewohner zu Besuch kommen. Nein, nicht mit dem... Ja, wieder Duck weg. So, sehr schön. Kohle gefunden. Ansehen, was haben wir gefunden? Aufheben. Und ein goldenes Puzzleteil. Eve und ich haben diese seltsame Sanduhr entdeckt. Der Sand darin schimmert. Alle Bereiche, okay. Aufheben. Okay. Wir reden jetzt erstmal. Ich untersuchen. Jetzt komm schon, so, uns erwartet viel Arbeit. Diese Zeitrisse sind ziemlich merkwürdig. Es scheint Orte zu sein, an denen das Raumzeitkontinuum beschädigt ist. Es ist eine Art Riss im Gefüge vom Raum und Zeit, der uns daran hindert, mehr von dieser Insel der Ewigkeit zu erkunden. Es ist doch ganz klar, dass Loki dahinter ist. Okay, wie bringen wir das in Ordnung? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu beheben. Aber ich fürchte, das muss noch weiter erforscht werden. Ich danke, sehr freundlich von dir. Gehe ich erstmal in die Kiste. Geld. Okay, finde die Teile der uralten Kugel, während du das liest. Ja. Ja, dann war hier einfach erstmal alles weg. Paradiesvogelpflanzen. Und cool. Oh, buddeln wir das mal aus. So, jetzt geht's. So findet man also die Kugeln. Sehr schön. Und ich dachte schon, ich muss die ganzen Dornen hier einmal wecken. Okay. Machen wir natürlich trotzdem, weil das Geld bringt. Und findet man hier auch dann ganz andere Fische und auch der. Entweder ist es Lehm oder Lehmstein. Was? Level up oder mehr Rost? Hier ist noch ein Puzzleteilchen. Die Sanduhr scheint mit der Zeit herumzuspielen. Ich habe etwas Seltsames gesehen, als ich sie benutzt habe. Die Spitzhacke brauchen wir dafür. Okay, sieht nicht so aus, als wenn wir die Steine hier kaputt machen können. Zumindest nicht mit unserer Spitzhacke. Stärken können wir sie auch nicht. Okay, also geht's zurück.
Ah, Lager, cool. Ja, erstmal die Damen. Erstmal alles reintun. Kann wir das hier machen? Okay, was essen? Essen. So. Okay. Guck mal, da ist die nächste Kugel. Sie ja schon. Herstellen. Okay, geschafft. Sehr schön. Okay, in das Gefäß hinter hier. Mal dran. Öffnen das uralte Tor. Okay. Das ging ja leichter als gedacht. Siehst du es, Sherry? Was vor dir liegt, war einst nicht als karger Wüste. Oh mein Gott, nochmal. Was vor dir liegt, war einst nichts als karge Wüste. Aber mit dem magischen Artefakt der Insel der Ewigkeiten wurde die Hälfte davon auf mein Kommando in einen üppigen Dschungel verwandelt. Doch nun wird sie durch einen Riss in der Zeit in der Mitte gespalten, der alles zu zerstören droht. Okay, das werde ich nicht zulassen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Ort zu erkunden. Du willst also sagen, dass alles deine Schuld ist. Nett. Das werde ich nicht zulassen. Der entschlossene Ton in deiner Stimme. Ich habe gut gewählt, als ich dich um Hilfe bat. Du brauchst Entschlossenheit, wenn du die Hoffnung hast, mich zu erreichen. Der Zeitriss in der Mitte der Insel hat mich im Palast am Ende gefangen gehalten. Wie soll ich zu dir kommen, wenn dieses kaputte Brücke den Weg versperrt? Du musst ein uraltes Relikt beschaffen, das als herrschaftliche Sanduhr bekannt ist. Sie steht unter dem Schutz dieser fliegenden Metallplage. Du musst einen Weg finden, es von hier zu bekommen. Diese Metallplage, wo kann ich die finden? Wer ist sie? Ist sie gefährlich? Natürlich, no Risiko. Wo kann ich sie finden? Sie ist hier, irgendwo im Land der Uralten. Suche nach ihr. Vielleicht vertraut sie dir und übergibt dir die Sanduhr einfach. Es kann sein, dass du eine Spitzhacke benutzen musst, um die Kupferfelsen zu entfernen, die den Weg versperren. Oh, ich habe eine neue Spitzhacke bekommen. Ja. Oh, und Sherry, wenn du den Metallschädling findest... Sei vorsichtig. Sie hat die unangenehme Angewohnheit, Dinge in Stücke zu... Was? Okay. Als aktive Quest festlegen. Und jetzt ist die Suche im Land der Uralten nach dem fliegenden Metallärgernissen um die herrschaftlichen Sanduhr zu... Okay. Mal schauen, ob wir das hier kaputt hauen können. Nee, können wir nicht. Okay. Können wir wahrscheinlich auch nicht. Das kaputt hauen. Da komme ich jetzt nicht weiter.
Okay. Dann gehe ich nochmal am Anfang und schau da, weil da war noch eine Brücke. Auch mit. Das sah aus wie Kupfersteine. Ach, untersuchen, dann kann ich das da wegmachen. Ah, okay. Aber wir gehen erstmal dahin, wo ich gedacht habe. Ah, in der Tat, ein schöner Tag. Da war eine Sprechblase. Okay. Man kann es doch jetzt kaputt machen. Sehr schön. Und dann kriegt man auch neue Steine. Okay, dann können wir ja doch über die Brücke hier. So. Packen wir einfach mal alles weg. Okay, die großen Steine gehen nicht. Komm, Paradiesvogel. Ja. Okay. Und ansehen. Neues Rezept. Erinnerung. Und wir haben... Die salzige Meeresluft riechen, am Strand sitzen, einfach den Tag genießen. Klingt perfekt. Okay. Oh mein Gott, Eve! Okay, reden wir mal mit der kleinen Maus. Reden. Aufgabe. Hey, da. Aufgabe, Aufgabe. Ich komme in friedlicher Absicht, ich brauche nur die Sanduhr hinter dir. Ich komme in friedlicher Absicht. Hm? Name? Ich bin Sherry und du musst Eve sein. Keuch. Hm. Nein. Ich schwöre, ich will dich nicht austricksen. Ich brauche die Sanduhr wirklich. Geh heim. Es ist der einzige Weg, wie ich... Nein. Okay, ich mache den Roboter mit der Laserkanone lieber nicht wütend. Ich ziehe mich langsam zurück. Vielleicht weiß Jafar, was ich machen soll. Okay. Schauen wir uns hier nochmal einmal kurz um. Achso, das war das Entfernen. Ich dachte gerade so, hey, was kann man am Flugzeug denn entfernen? Okay. So, dann gehe ich jetzt mal hier vorne wieder hin, um mit Jafar zu reden. Ich habe jetzt, glaube ich, hier vorne keinen Stein gesehen, wo ich mit dem reden kann. Ah, man immer hier so festhängt. So, interagieren. Und jetzt, wo ist die herrschaftliche Sanduhr? Sag mir nicht, dass dich dieses kleine, zirpende Gerät abgeschreckt hat und du schon aufgegeben hast. Sie ist kein Apparat, ihr Name ist Eve. Es ist mir egal, wie sie heißt. Mich interessiert nur, dass sie sich uns in den Weg stellt. Ich glaube nicht, dass sie mit der Sanduhr Ich glaube nicht, dass sie mir die Sanduhr geben wird, wenn ich nicht ihr Vertrauen gewinne. Ich frage mich, warum sie es so sehr beschützen will. Ist das nicht offensichtlich? Loyalität. Jemand, dem sie wirklich vertraut, hat sie gebeten, auf sie aufzupassen. Und seither hat sie sich bewacht. Und dieser jemand war die alte Herrscherin. Vor langer Zeit fand die alte Herrscherin und diese Kreatur die Sanduhr. Aber die Herrscherin fürchtete ihre Macht und bat sie, sie zu bewachen, bis eine Entscheidung gefallen ist, was damit gemacht werden soll. Sie wird die Sanduhr niemanden außer der alten Herrscherin aushändigen. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber... Wenn wir die irgendwie dazu bringen könnten, mich für die alte Herrscherin zu halten, gerade lange genug, um ihr die Sanduhr abzunehmen? Ihr Zuhause ist hier im Land der Uralten. Ich schlage vor, du durchsuchst es nach etwas, mit dem du sie überzeugen kannst. Okay. Dann durchsuchen wir das mal. Geh in das Haus von Eve im Land der Uhr. Okay. Die hat auch noch ein Haus hier? Ach, das Raumschiff, ja.
Ordnung. Okay. Betreten! So, okay, das können wir jetzt auch entfernen. Ja klar, wir gehen in ihr Haus rein und machen erstmal alles kaputt. Okay. Achso, das war sogar Questteil. Entferne die Müllhaufen in Eves Haus, um Hinweise zu finden. Okay, und jetzt das Papier aufheben. Okay. Süß. Okay. Okay, jetzt wieder nach Jafar zurückgehen. Sonst kann ich ja auch nichts machen. Okay. Dann zurück nach Jafar. So. Und hast du irgendwas Nützliches im Haus dieser kleinen glänzenden Ärgers entdeckt? Ich fand eine Erinnerung von Eve und jemanden, der sich als Roboter verkleidet hat. Sie waren an einem versteckten Ort und es gab ein seltsames Gericht. Es war so süß. Eve sah so glücklich aus, wenn ich diese Erinnerung nur wiederherstellen könnte. Das ist mal eine Idee. Unterschätze niemals die Macht einer guten Verkleidung, Sharon. Du musst dieses Kostüm finden. Ich bin nicht sicher, wo ich suchen soll. Finde den Ort, den du in der Erinnerung gesehen hast. Sobald du es gefunden hast, verkleide dich und gehe zurück zum mentalen... Sieh dir diese Streamlight an. Du machst das sehr gut. Suchen wir das mal. Irgendwas finden. Hier kommen wir ja wahrscheinlich nicht weiter. Nein. Der sein können. Hier können wir auch nicht rüber. Hier können wir auch nichts kaputt haben. Da sieht das sehr nach dem Versteck aus. Okay. Ich glaube, wir sind hier schon mal mehr oder weniger richtig. Okay, ansehen. Noch eine Erinnerung. Hier gibt es eine Menge Geheimnisse zu entdecken. Es sieht so aus, als würde sie nie fertig werden mit den Forschen. Okay. Gut. Lager öffnen. Okay, das nehmen wir schon mal mit. Dann können wir es auch uns angucken direkt. Okay. Ja. Benutzen. Und das ist... Ausrüsten. Natürlich, brauchen wir. Das ziehen wir auch direkt an. Und den Roboterkopf. Sehr schön. Die sehen echt toll aus. Okay. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, Geld. Und dann wieder zurück nach Eve zum Reden. Mal schauen, ob das klappt. So, reden. Oh! Ich hoffe, das klappt, denn das Kostüm passt wirklich nicht gut. Erinnere ich dich an jemanden? An einer alten Freundin?
Okay, ein Buch? Was ist das? Oh, es ist ein Rezept. Digitales Piepsen. Aber du isst doch gar nichts. Warte. Es ist ein Rezept für das Gericht, das ich in deiner Erinnerung gesehen habe. Du hast das die ganze Zeit behalten. Du willst, dass ich dir beweise, dass ich wirklich deine alte Freundin bin, indem ich das koche? Digitales Piepsen. Dieses Gericht hört sich irgendwie lächerlich an. Es klingt wie etwas, das ein kleines Kind für einen Roboter kochen würde. Okay, ich denke, ich kann alle Zutaten finden und es für dich kochen. Ich sollte versuchen, Goofys Stand für ein paar dieser Zutaten aufzubauen. Okay. Ah, in der Tat, ein schöner Tag. Okay. Benutzen. Freund am Haken, okay. Brauche ich dafür alles? Oh, eine Schnecke. Okay. Ist ein bisschen groß da. Aber gut. Dann müssen wir jetzt... Schalte Goofys Verkaufsstand im Land der Uralten frei, finde die zerbrochene Hälfte von Goofys Verkaufsschild im Land der Uralten und schließe dann die Aufgabe, ein Königreich für dein Schild. Okay. Okay, das ist nicht. Das ist es. Okay. Das war ja einfach. Okay. Da ist Goofy. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich will ich dir das geben. Hey, du! So. Hi, Sherry, hast du dieses Schild gefunden? Ich habe es im Land der Uralten auf der Insel der Ewigen gefunden. Du musst dort einen Stand gehabt haben. Ja, ich glaube, das habe ich. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe versucht, meine Stände auf die Insel der Ewigen zu verbringen, aber gerade als ich anfangen wollte, Sachen zu verkaufen, begann das Vergessen. Daher ging ich zurück ins Dreamlight Valley, um meine Freunde zu helfen. Vielleicht können wir das, was du damals angefangen hast, zu Ende bringen und sie eröffnen. Tolle Idee. Fangen wir mit dem im Land der Uralten an. Komm, lass uns nachsehen, wie es dort aussieht. Meinetwegen. Wir sind ja schon hier. Okay. Okay, reden. Papalapap, sieh dir das mal an. Meine Stände sind keine schicke Orte, aber diese hier ist ein echtes Chaos. Es braucht nur ein bisschen Arbeit. Ja. Du hast recht, Sherry. Ich glaube, wir brauchen etwas Kupfer und Plastikschrott, um ihn zu reparieren. Ich hole sie für dich. Ich glaube, ich habe außerhalb der Wellen einiges an Plastikschrott schwimmen sehen. Ich wette, in den Bergbaufelsen hier gibt es jede Menge Kupfer. Okay. Dann versuchen wir es erstmal mit den Angeln. Okay. Also es hieß ja außerhalb der Wellen, also... Ja. Plastik direkt gefunden, sehr schön. Okay, 1 von 12. Gut. Aber den Kupfer haben wir wenigstens schon 25 von 25. Okay, das war jetzt ein Fisch. Dieser Ort hier ist der Knüller. Oh, beim Fischen erstmal ein leckeres Fischbrötchen vernaschen.
So. Wir nähern uns immer mehr an die 12. Yippie! Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Okay, erst wieder was essen. Eine Daily heute auch geschafft mit Fange 3 Fische. Wir nähern uns immer mehr an, 10 von 12, und dann können wir Goofys Stand wieder aufbauen. Und der letzte. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. Und Fisch oder Plastik? Fisch natürlich. Also müssen wir noch mal angeln. Oh, ich liebe schöne sonnige Tage. So. Aber diesmal kommt wieder ein Fisch, okay. Yippie! So ein Glück muss man jetzt auch haben. Auf den letzten Metern. Jetzt aber, Plastik. Das kann doch nicht sein. Okay, ich angel mal da. Schöne sonnige Tage. Ah, wir essen mal einen Muffin. So, jetzt aber Plastik. Will mich das Spiel gerade irgendwie verärgern? Also, wir haben jetzt bestimmt Plastik gefangen. Ja, endlich. Sehr schön. Wir haben Plastik gefangen. Okay. Eben. Na, wie geht's? Danke, Sherry. Das ist alles, was ich brauche, um den Stand zu reparieren. Aber bevor ich das tue, brauchen wir eine richtige Zeremonie um Durchschneide des Einweihungsbandes. Okay. Da du hier die Expertin im Schneiden von Bändern bist, solltest du es tun. Okay. Schalte Goofy Stand im Lande der Uralten frei, in dem du das Schild von Dagobert bin. Ah, okay. So, freischalten. Sei gegrüßt, Nachbar. Sieht so aus, als hättest du mit Goofy schon einiges an Arbeit in den Verkaufsstand gesteckt. Warum mache ich ihn nicht für dich fertig? Du kannst jetzt alle möglichen neuen Zutaten kaufen. Aber vergiss nicht, überall auf der Insel der Ewigkeiten Verkaufsstände zu errichten. Auf diese Weise kannst du immer wieder neue Zutaten kaufen. Die große Eröffnung naht. Seine Reichtümer werden bald so getrennt, weißt du? Ich mit Goofy. Okay. Oh, hui, das sieht toll aus. Danke, Sherry. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte, natürlich. Während du die Materialien für den Wiederaufbau des Standes gesucht hast, habe ich Saatgut und Feldfrüchte zum Verkauf gesammelt. Ich denke, du solltest etwas davon haben. Hier bitte. Okay. Weintrauben. Und Freundschaftsstufe ist auf. Sehr schön. Und 500 Sterndollar. Habe 5 Dorfbewohner auf 4. Freundschaftslevel. Sehr cool. So. Roboterfisch.
Okay. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ist der Baum im Weg? Also ich brauche auf jeden Fall eine Schnecke. Die kriege ich auf jeden Fall beim Angeln. Aber wo ich den Roboterfisch wegkriege, frage ich mich gerade. Oh. Maifisch, okay. So. Angeln wir jetzt erstmal hier überall die Bubbles. So, sehr schön, Oktopus. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Klaus? Hier noch was essen. Essen wir noch mal Muffins. Essen wir noch ein paar Erdbeeren. Geht aber auch sparsam hoch. Okay. Dann angeln wir weiter, denn wir brauchen ja noch die Schnecke. Das war jetzt auch nicht so gut. Aber wir haben demnächst ganz viele Fische zum Kochen. Und er möchte gerne unbedingt spielen. Noch ein Oktopus. Okay. Das war in die falsche Richtung. Seezunge. Ah, die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Wir finden noch eine Seeschnecke. Irgendwann kriegen wir eine. Nicht gerade jetzt, aber wir kriegen noch eine. Oh. Aber ein weiter Wurf. Oktopus, sehr schön. Okay. Ah, da ist was. Hallo, ein roter Bubbel drum. Also da muss ja irgendwas Sinnvolles oder für die Quest drin sein. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay, noch was essen. Essen. So, ich will jetzt auf jeden Fall das noch hinkriegen. So. Nein, nicht schon wieder. Oh. Okay, nochmal. Dritter Versuch, dann klappt alles. Hi, Porterset. Nice to meet you. Und? Ja, wir haben den Roboterfisch. Sehr cool. Okay, den Roboter haben wir schon mal. Die Schnecke müssen wir noch gucken, wo wir die wegkriegen. Aber es wird auch noch. Okay, das ist total daneben. Kabeljau. Sehr cool. Okay, wir müssen erstmal gucken. Erstmal nehmen wir das noch auf.
wie wir jetzt unser Leben wieder voll machen. Habe ich noch irgendwas zu essen hier? Das können wir übertragen. Hätte ich mal doch nicht die Schnecke vor kurzem gekocht. Ich hatte mal eine gefangen, aber ja. Habe ich irgendwie einfach verbrutzelt. Sehr schön. Okay, Kümmel haben wir auch. Wir brauchen jetzt nur noch Sellerie. Ach, hier immer so vorhängen bleibt. So. Aber er hat jetzt nur Sellerie. Hallo, als... Kumpel. Okay. Meinetwegen. Muss ich jetzt echt erst Sellerie anbauen, damit ich... Hallo. Oh, was kostet das denn? Die Hälfte von dem, was ich habe. Okay. Einfach mit der Hoffnung, dass wir dann Sellerie kaufen können, damit es schneller wird. Und natürlich ist die Hoffnung dahin. Okay, bauen wir einfach Sellerie irgendwo an. Okay. Auch noch eine Erinnerung. Okay, der Magier. Bild setzt sich immer besser zusammen. Dann nehmen wir mal unsere Schaufel. Und bauen hier einfach einen Garten an. Das schon? Schon? So, dann hoffen wir mal, dass es sehr, sehr schnell wächst, damit wir gleich wieder vorankommen. Das ist Erde. Nehmen wir das hier einfach her. Haben wir auch diese Teile hier gefunden. Aber eigentlich könnten wir das hier auch dann... Wir haben sowieso davon so viele. Entweder bereuen wir es oder es klappt. Und dann würde ich einfach die Tür hier einmal freischalten. Oh, sehr viel Geld. So. 6000. Da bist du ja. Diese Zeitrisse sind ziemlich merkwürdig. Es scheinen Orte zu sein, an denen das Raumzeitkontinuum beschädigt ist. Es ist eine Art Riss im Gefüge von Raum und Zeit, der uns daran hindert, mehr von dieser Insel zur Ewigkeit zu erkunden. Wie bringen wir das in Ordnung? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu beheben, aber ich fürchte, das muss noch weiter erforscht werden. Und ich lüpfe okay, meinen ich dachte, Hut, man könnte das freischalten. Obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Okay. Dann bauen wir mal weiter Sachen an, solange wie das hier dauert. Oh, noch eine Perle gefunden. Bitte. Okay, kann ich jetzt hier nicht mehr hinbauen? Okay. Schade. Los. Okay. So, das können wir annehmen. Das können wir auch mit den Freunden. Und finde Fisch. Okay. Ne, da wollte ich gar nicht rein. Inventar. Habe ich noch irgendwas zu essen? Die Erdbeeren. So. Okay. Jetzt funktioniert es wieder. Ich hoffe, dass der Sellerie sehr, sehr schnell wächst, damit das ja nicht so lange dauert jetzt.
Ich will daneben. Oh. Manchmal ist das ein bisschen. Entweder kann ich hier nicht hin was hinbauen oder keine Ahnung. Okay, dann machen wir die hier hin. Okay, ich gehe ja schon nach Hause. So, dann gucken wir erstmal in unsere Kiste. Was können wir essen? So, wir essen den Fisch auf jeden Fall. Der muss ja eigentlich alles verbessern. Okay, dadurch, dass wir zu Hause waren, hat sich sowieso unsere Leiste wohl gemacht, aber... Jetzt funktioniert das ja auch sehr schön. Okay, hier geht's nicht. So, jetzt können wir die hier erstmal alle hier hinpflanzen. Hier kommen dann die ganzen Trauben hin. Okay, hab keine mehr. Noch alle schon gießen. So, geschafft. Sehr schön. Okay. Noch eine Perle mitnehmen. Wenn wir noch ein bisschen Geld finden oder so, können wir bestimmt auch noch weitere... Jetzt gerade ist Pause. Noch ein Bild gefunden. Aber wenn wir mehr von diesen Münzen finden, dann können wir bestimmt auch demnächst bei Goofy den Laden da vorne aufbauen. Ich glaube, hier vorne war jetzt auch noch einer. Lass mal die Gießkanne wieder wegmachen. Achso, nee, das war ein Brunnen. Okay. Da hinten kommen wir jetzt noch nicht lang. Also wir müssen erst die Quest weiter mit Eve machen. Und dafür brauchen wir Sellerie. Und so lange dürfen wir warten, bis der Sellerie fertig gewachsen ist. Nein, nicht gießen. Okay. Dann pflücken wir hier einfach mal die ganzen Blumen. Können wir bestimmt auch noch für irgendwas gebrauchen später. Oder vielleicht können wir daraus neue Kisten bauen demnächst. Mal schauen. So, da ist noch einer übergeblieben. So, sehr schön. Ah, fast wieder unser ganzes Gehalt zusammen, was wir eben hatten. Okay, dann laufen wir mal wieder nach vorne. Gucken mal, wie weit unser Sellerie ist. Ich hoffe schon mal ein bisschen... Ach, ja, du liebe Zeit. Okay, Merlin hat sich vor uns erschrocken. Sieht noch nicht so aus, als wäre die Sellerie fertig. So, dann gucken wir einfach mal in der Werkbank. Okay, viel mehr Neues können wir jetzt aktuell auch noch nicht bauen, aber wir warten auf unseren Sellerie und dann geht's weiter. Und die Änderung haben wir jetzt auch noch. Und es ist von Rapunzel. Sehr schön.
Sie sind aber auch überall in der Welt verstreut, soweit ich es gesehen habe. Okay, übertragen. Okay, davon hatte ich jetzt keine mehr. Die, ne, den hatte ich noch nicht, den hatte ich auch noch nicht. Den Roboterfisch brauche ich. Okay, die Kiste ist so gesehen voll. Tun wir hier einfach mal die Fische rein. Die war nicht brau. Okay, ist auch schon wieder voll. Ah, wir können bestimmt auch eine große Kiste nochmal bauen. Okay, dafür brauchen wir noch Holz. Aber da können wir auch noch Holz sammeln. Also genug Holz habe ich eigentlich in Greenlight Valley, aber die Kiste steht draußen. Okay, Merlin rennt aber auch überall hier rum. Aber gut. Suchen wir weiter nach Ästen. Okay, so viel ist jetzt hier gerade irgendwie nicht zu sammeln. Ich glaube, Stöcker waren bei den anderen viel, viel mehr. Aber wir können auch nochmal hier in die Kiste gucken, ob ich da vielleicht Stöcker reingetan habe. Natürlich nicht. Aber da können wir erstmal auch die ganzen Blumen noch reintun. Kümmel lassen wir mal hier drinnen. Ja, lassen wir vorsichtshalber auch hier drinnen. Gut, dann laufen wir wieder auf die andere Seite, schauen einmal bei unserem Sellerie vorbei und sammeln dann auf der anderen Seite noch die Äste ein. Oh, ist er fertig? Sehr schön, er ist fertig. Cool. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass wir das kochen können. Sehr cool. Einmal das Rezept raussuchen. Freund am Haken. Dafür... Warum ist die Schnecke jetzt hier weg? Wo ist die Schnecke hin? Die Schnecke doch noch, oder nicht? Die Schnecke ist doch noch da. Hä? Warum kann ich die Schnecke nicht auswählen hier? Ach, man muss da... Okay. So, Freund am Haken. Den Roboterfisch. Kümmel. Und noch ein Sellerie. So. Geschafft. Sogar 4 Sterne. Sehr cool. Okay. Und jetzt bringen wir das Essen Eve. So. Mit Eve reden. Geben. Natürlich freut sich die kleine Maus. Name? Okay, Eve. Ich weiß, dass du nichts isst, aber wenn du dieses Gericht mit deinem Scanner untersuchst, beweist es dir vielleicht, dass ich deine alte Freundin bin. Hm. Oh, oh?
Na bitte. Du bist von deiner Aufgabe entbunden, Eve. Ich übernehme jetzt die Sanduhr. Ich habe eine Brücke, die ich reparieren muss. Aber jetzt kannst du die Insel erkunden, so viel du willst. Juhu! Okay, und wir haben noch ein Rezept. Nein, wir haben eine Erinnerung. Und es ist... Okay, Eve hat versprochen, die Sanduhr sicher aufzubewahren, bis ich mit Merlin reden kann. Das sollte ich besser bald machen. Wohl doch länger gedauert als gedacht. So, Sanduhr. Aufheben.